Hallo, ja, ich stehe hier wieder vor dem Bahnhofsvorplatz in Brig. Heute möchte ich auch mal wieder mit dem Rennrad unterwegs sein. Und zwar werde ich heute zu den Pässen fahren, die immer noch geschlossen sind. Grimsel und Furka, aber man kann ja wenigstens bis zum Fuße fahren und mal nachschauen, ob es wirklich so ist. Heute ist wieder super Wetter, sollte gestern ja auch sein, dann kam ja doch ein Regenschauer, deswegen habe ich heute trotzdem den Rucksack vollgepackt mit allen Regenklamotten. Ja, bis da zu dem Fuß der Pässe ist ungefähr 48 Kilometer, ein ganzes Stück, aber auch viel über die Hauptstraße, aber die Landschaft hier, die wird schon dafür sorgen, dass es schöne Bilder geben wird. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei der kommenden Tour. Drüben ist das Nordportal des Simplon-Tunnels, Eisenbahntunnel. Zweiröhrig, schon ganz schön alt, 1905 und 1921 sind die Röhren eingeweiht worden. Circa 20 Kilometer und endet in Italien in Isel. Ja, und dann ist es auch nicht mehr weit bis zum Lago Maggiore. Mit Gefühl kann man auch mit dem Auto durch, aber nur per Zug, per Autoverladung. Jetzt geht's auf der Hauptstraße weiter. Ja, ganz ohne ist die Tour auch wieder nicht, denn das Gletsch bis zum Fuße der Pässe muss man auch noch 1000 Meter höher kommen. So viel ist jetzt nicht los an der Hauptstraße. Geht eigentlich. Und je weiter man reinfährt, umso weniger wird das ja auch. Aber echt schön hier. Immer entlang der tosenden Rhone. Hier ist nun die Bahn zur Bettmalen. Auch sehr schön da oben. Aber wir haben auch ein richtig schönes Parkhaus hier hingeknallt. Richtig stilistisch.
ist er, der weltberühmte Glacier-Express. Hier haken sich die Züge auch schon wieder in diese Zahnräder ein. Eine Grenze. Immer diese Baustellen und noch immer an der steilsten Stelle. So eine Hängebrücken sind anscheinend in Mode zur Zeit. Überall gibt es die jetzt. Hau, hau, hau. Ich als Flatland-Tiroler darauf. Aber mehr jetzt versuchen kann man es ja nicht, ne? Ich habe natürlich auch scheiß Schuhe an, die Klickies. Aber mal sehen. So, es langt. Schon tief genug hier. Ja, ganz komisches Gefühl. Zwischen das Wackeln. Aber man hatte nur Bretter unter die Füße. Und das wackelt. Naja, das war's. Ich gehe wieder zurück. Man kann ja alles sehen von hier. Das langt. Hilfe, Hilfe. Das ist ein Abenteuer für mich. Da sieht man mal, wie lang das Tal hier ist. Da ganz hinten sind irgendwo die Pässe. Jetzt habe ich schon 25 Kilometer gefahren und genauso viel Mais ist es noch dahin. Aber schön hier.
Ja, hier scheint ordentlich Unruhe gewesen zu sein. Weil hier muss man ordentlich strömen kommen. Man sieht das, es geht hier, ist hier den Weg längs geströmt statt den Bach längs. Immer diese tollen Orte hier. Das sieht echt so aus, wie man sich die Schweiz vorstellt, mit diesem Holz, mit diesem dunklen Holz hier. Alles. Oh, hier mache ich mal eine Pause. Ist ja auch Mittagszeit. Aber man kann ja auch richtig schön rundherum gucken. Ach. Das tut auch jetzt gut. Wird auch Zeit. Akkus wieder voll von allen und jetzt geht es erstmal da weiter. Oh, es fehlen noch einige Höhenmeter, die werden aber hauptsächlich zum Schluss kommen, ganz zum Schluss. Tolle Ortsdurchfahrt hier durch Münster. Und wie man gesehen hat, die Tour des Swiss kommt hierher. Am 22. Da wollen die über die ganzen Pässe fahren. Bis dahin müssen sie auf sein. Sonst wird das nichts. Hier ist ein kleiner künstlicher See, so ein schöner Angelsee und auch Badesee. Aber noch ist hier nicht viel los, weil ich glaube, die Wassertemperaturen sind auch noch ziemlich kalt. Thank you.
Nun stehe ich am Fuße des ersten Passes hier, den Nufenden Pass. Ja, schade. Aber die Lawinengefahr ist zu groß. Deswegen ist er noch gesperrt. Die Schneemassen von der Straße sind zwar schon so gut wie geräumt, aber es ist halt die Lawinengefahr, die ist einfach zu stark bei dem vielen Schnee, der da oben liegt. Wir kommen beide hin, bei der Wärme gut ins Rutschen. Naja, soll nicht sein dieses Jahr. Die Rhone ist hier schon ein bisschen kleiner geworden. Oh, hier ist jetzt die Autoverladung Oberwald. Hier geht es durch den Furka-Tunnel durch. Solange die Pässe geschlossen sind, kann man trotzdem hier durch mit dem Auto auf dem Zug Richtung Andermatt. Oh, schade was. Es geht noch nicht mal bis nach Gletsch. Ist schon ab hier gesperrt. Naja, hat nicht so ein Sein. Aber ich bin da auch schon ganz schön lang unterwegs. Schon über 48 Kilometer. Kann ja auch lang, dann nehme ich das jetzt nicht mit. Schade, schade. Oh, halt ein bisschen früh. So spät sind die noch nie eröffnet worden oder seit langem nicht mehr. Ah, soll nicht sein. Verdammt. Nicht mal hier hoch. Nur ein paar Meter weiter ist auch die endgültige Schranke. Verdammt, verdammt, verdammt. Kann man nichts machen. Fahre ich immer noch mal durch Oberwald durch. Noch mal anschauen. Schade. Oh, viele Ferienhäuser hier zu verkaufen hier oben. Hier ist auch kein Skilift und nichts. Also so viel ist hier nicht los, vielleicht mehr im Sommer. Aber was man hier echt hat, einen schönen Blick
durchs ganze Tal hier runter. Wow. Da stehen sie jetzt alle und warten auf den Autozug. Die meinten, die können doch darüber. Ich werde natürlich jetzt nicht durchfahren. Ich fahre wieder komplett zurück. Es langt ja auch eigentlich. Es waren ja schon wieder 950 Höhenmeter bis hier. Mit dem Ganzen immer wieder hoch und runter. Das summiert sich ja wieder. Ja, aber ich glaube, die Rückfahrt wird auch noch ganz gut. Aber die wird ja auch nicht was schneller gehen. Ganz ordentlich abwärts gehen. Das riecht auch irgendwie so richtig modderig. Also, boah. Schluss. Hier beende ich das Video hier am Simplon-Tunnel an einer dreckigen Rhone. War ja schade, dass man da nicht ganz hoch konnte, aber das hätte ich auch nicht von hier angegangen, denn das waren heute auch schon wieder fast 100 Kilometer. Das wäre ein bisschen viel geworden. Schön war es trotzdem. Einen Tag habe ich noch. Mal sehen, da wird aber nicht so krass werden wie jetzt, die letzten Tage, denn übermorgen muss ich ja los, wieder nach Hause fahren. Das sind schon ganz schön viele Kilometer, auch mit dem Auto. Das wird auch schon anstrengend genug. Ja, dann hoffe ich, das hat heute gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Und wie man hier sagt, Grüezi oder Salut.